Mein Name ist Oliver Wiedmann, ich bin 19 Jahre alt, bin professioneller Mountainbike-Trailsportler und studiere Maschinenbau an der Uni in Stuttgart. Der Begriff Trail leitet sich aus dem Englischen ab, von Trial and Error. Das spiegelt eigentlich unsere Sportart sehr gut wider. Wenn ich jetzt ein Hindernis versuche zu überwinden, dann klappt es 9-mal nicht und 1-mal klappt's. Der Reiz liegt aber genau darin, dass man es eben so lange versucht, bis es klappt. Jeder Wettkampf ist eine neue Herausforderung. Da muss man sich Zentimeter für Zentimeter erkämpfen. Man muss vielfältig aufgestellt sein, weil man auf unbekanntes Terrain stößt. Eine Inspiration ist für mich Usain Bolt. Seine Gelassenheit ist sehr vorbildlich. Jedes Mal aufs Neue konnte er dem Druck im Wettkampf standhalten. Als ich als kleiner Junge ein Interview von ihm gesehen habe, erzählte er, dass für ihn das Training die harte Arbeit ist und er den Wettkampftag daher genießen kann. Wenn bei Wettkämpfen Sprünge mal nicht funktioniert haben, habe ich versucht, aus den Fehlern zu lernen. Gerade auch auf meinem Trainingsgelände daheim habe ich die Hindernisse nachgebaut und so lange versucht, bis es geklappt hat. Wenn man dann endlich ein Hindernis geschafft hat, ist es sehr zufriedenstellend. Gerade auch dieses Durchhaltevermögen habe ich mir auch auf mein Privatleben aneignen können. Beim Studium kann ich davon sehr profitieren. Mich treibt an, jeden Tag mein Bestes zu geben und meine Ziele zu erreichen.